Boah, das war geil, Ali G. Erstmal Popping Session. Heute kam einfach der Beat noch mit rein. Ich konnte es nicht verhindern. Yo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Arya Lee. Mein Name ist Jay Samuels und wir haben einen Special Guest mal wieder. Mein Name ist Salim Samatou. Vielen Dank, dass ihr mir wieder hier Asyl geboten habt. Kein Problem, kein Problem. Ganz kurz, bevor wir weitermachen. Mhm. Was soll denn dieser Kabelsalat auf deinem Bein? Ich habe jetzt wieder, ihr wisst ja, dass meine Sachen geklaut wurden, deswegen musste ich nochmal von jemandem was ausleihen. Ein Wunder, dass er es, zum Glück hört er diesen Podcast nicht, sonst hätte er mir das niemals ausgeliehen, aber das brauche ich ja, das ist sehr wichtig, weil das fürs Kabel. Warte hier. Mal. Von derselben Person? Ja, ja, von derselben Person. Dieselbe Person, dessen Sachen du verloren hast? Habe ich wieder ausgeliehen, aber diesmal mit einer anderen. Aber jetzt auf jeden Fall Props an seine Naivität. Plus, ich habe die Master-Ausrede gehabt. Ich habe gesagt, Bro, diesmal sind es 8 Leute, deswegen brauchen wir noch mehr Mics. Und er hat mir sein ganzes Hab und Gut gegeben. Was machst du, wenn er irgendwann mal fragt, so, hey, was machst du da eigentlich? Kann ich das mal sehen? Wo ist das Video? Ah, nee, dann sage ich zu ihm, Bro, leider können wir da nicht hingehen. Das ist halt in Kabul. Das Gute ist halt, er ist halt... Ist doch online. Weiß er ja nicht. Ja, genau. Was sagst du ihm, das ist für eine TV-Show in Kabul? Ich sag ihm, das ist für eine TV-Show in Kabul. Das Gute ist, er hat sehr viel zu tun, der Typ. Er hat sich halt ganz viele Mics besorgt, weil er sich auf etwas vorbereitet hat, was nicht zustande kam. Ihr kennt das ja, vielleicht kennt ihr das, dass wenn ihr Zusagen bekommt, ihr bereitet euch mental drauf vor, schreibt so das Skript und dann auf einmal, sorry Jungs, es dann bekommt Jason Statham die Rolle. Genau, wie jeder. Oder Dwayne The Rock macht wieder daraus irgendeine Rettungsaktion und der hat sich quasi mit diesen Mics... Ich weiß doch, The Rock hat immer dieselben Filme. Ich weiß, immer derselbe Film. Er spielt immer denselben Charakter, das stimmt. Immer schon. Immer Augenbraue nach oben, er guckt immer vercrackt und sagt immer, Stimme. Was für eine Ehre es für ihn ist und dass er immer mit 7 Bucks angefangen hat. Egal wo er ist, jedes Mal. The Rock, stimmt, what do you think about? Das sind immer die 7 Bucks, ne? Ja, genau, seine Firma heißt ja auch 7 Bucks. Und dann erzählt er jedes Mal, if I can do it, you can do it. Skyscraper und Rampage ist der gleiche Film, nur dass bei dem einen Affe vorkommt, oder? Das stimmt. Wir hatten Das stimmt. Es ist aber derselbe Film. Ich wäre gerne bei diesen Pitch-Meetings dabei, denn so, it's the same movie like the last one, but with monkey, son. What you I love think? It. Warte mal, in dem Fall doch sogar without a monkey. Nee, zuerst war ja Skyscraper, dann kam Rampage. Echt? Ja. Yeah. Kam Skyscraper nicht danach? Ich bin mir nicht sicher. Von daher. Skyscraper war auch so ein richtiger Rattenschaschlik-Film, Bro. Der war richtig Ratten-ass. Schau mal, du kannst nicht Rattenschaschlik für einfach alles immer nehmen. Wieder für alles benutzen. Wie und so. Squanch. Ja, wie Squanch. Guckst du Rick and Morty? Ja, natürlich. So, dann hör mal auf zu squanchen. Es ist wie bei Schlumpfen. Einfach, Mann, der war voll schlumpfig, Alter. Das ist doch bei denen genauso. Aber bei krass funktioniert das, glaube ich, oder? Kann ich krass gut und schlecht sein? Ja, das stimmt. Krass kannst du bist nur impressed darüber, das war's. Ja, das ist doch vollkommen okay, so schlecht oder gut. Ja. Aber Rattenschaschlik kann alles bedeuten. Könnte Urlaub bedeuten, könnte ein zu kalter Tee sein. Es ist alles. Oder ein schwarzer Leonardo DiCaprio. Boah, ich wurde richtig gedisst von der letzten Folge aus. Ich wusste nicht, wie oft ich krass sage, weil bei mir ist immer so, wenn ich out of my comfort zone steppe und jemand sagt so etwas, wovon ich keine Ahnung habe, wie bei dir letzte Folge, diese Wisdoms, die du gedroppt hast und ich versuche nicht, wie so der letzte Rattenfresser zu wirken, dann sage ich immer, krass. Und während dieses krass auch so wieder, langgezogen weil das alles bedeuten kann. Genau. Das ist keine falsche Antwort. Genau. Du kannst bei politischen Diskussionen sitzen, die dann so, krass. Wir müssen das Budget verteilen. Krass. Budget. Du laberst dann einfach irgendwie Shit. Die Frage ist aber gar nicht, wie oft du krass sagst, sondern wie lange du es sagst. Ja, ja, das ist, ich brauche ja Denkzeit. Ich ziehe so lange, wie ich überlege. Ey, das ist aber smart. Ja, ich versuche es. So kann ich mit jedem reden und der Typ denkt, ich habe Ahnung, wovon ich rede. Und ihr merkt auch immer, wenn ihr die letzte Folge anschaut, nach dem krass kommt immer ein krasser Themenwechsel danach. Weißt du, so kam ich doch auf Once Upon a Time und so ein krass. Immer so krass. In seinem er sagt gerade krass in seinem Kopf nur, oh nein, das wird nicht gut. wie wär's mit... Ey, habt ihr den neuen Tarantino-Film gesehen? Aber bei euch war es doch krass, Mann. Ich habe eure ganzen Stories abgecheckt. Ihr wart auf der Berlinale. Wie war das da? War das fresh? Ich habe nur diese ganzen Schlipsträger gesehen. Der eine chillt. Ihr habt so freshes Essen gesehen. Wie war das? Der eine schielt? Der eine hat hart geschielt, Bro. Der eine hat richtig geschielt. Der eine, der die Rotatio bekommen hat, Bro, der hat gleichzeitig, der war Trainer für Chameleons. Glaub mir, der war so, der hatte so ein Auge war da, das andere Auge war da drüben. Der die ganze diese Preise verliehen hat. Ach so, yeah. Der hat geschiert? Hast du überhaupt unsere Storys angeguckt oder welche Storys hast du angeguckt?
ich habe selbst die Story gesehen mit Berlinale. Wir warten jetzt auf Arias Reaction. Das habe ich mir angeguckt und habe dann die ganze Zeit mich gefragt, was passiert da? Und dann habe ich mich schon hart auf heute gefreut, um zu wissen, was da abging. Möchtest du erläutern, Arias? Ich weiß nicht mal genau, was er gerade meint. Ich auch nicht, deswegen habe ich es an dich abgegeben. Das ist mein Move. Also ja, warte. Stimmt, aber diesmal hast du auch einen Bike. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Wir haben auf jeden Fall hart gestruggelt. Wir haben alles gemacht. Mir fällt jetzt erst auf, dass diese Kopfhörer hart unnötig sind, weil die an nichts angeschlossen sind. Ich die ganze Zeit versuche so professional zu wirken. Ich hab so gar nichts. Ich merke das jetzt erst. Das ist nicht mein Kabel. Ich hab gar nichts. Das Kabel hängt da unten. Das ist straight aus Slumdog Millionaire. Ey, das ist aber auch ein echt sehr kaputtes. Es ist sehr geil. Ich hab das unserem Obdachlosen gerade noch schnell geklaut. Ah, fuck, das bringt ja gar nichts. Ich muss es gar nicht anziehen eigentlich. Aber ich mach's trotzdem, damit es professional wirkt. Ja, bin ich auch dafür. Leute, also, okay. Schau mal, ich gebe euch mal einen Tipp. Also erstens, ja, nachdem jeder, der diesen Podcast gesehen oder gehört hat, wird nie wieder Salim was ausleihen, vermute ich jetzt mal. Safe. Aber das Ding ist halt auch, er sagt zu mir vorhin so, wie er seine Freunde schon fragt, weißt du, er sagt so, kann ich mir deine Mics ausleihen? Ich schwöre, ich klaue die auch nicht. Warum würdest du sagen, einfach so von selber, ich schwöre, ich, habt ihr jemals von irgendwem was ausgeliehen und direkt gesagt, ich schwöre, ich klaue die auch nicht? Ich würde niemals irgendwem was ausleihen, der das sagt. Ich würde dich in dem Moment festnehmen. Es ist genauso, wie wenn du jemandem was schenkst und sagst, ich schwöre, es ist nicht geklaut. Was? Da ist noch dieses... Ich hab's gar nicht gedacht. Ja, das war so voll auffällig. Ich mach das jedes Mal, ich Volltrottel. Ich muss aufhören damit. Aber wenn du es jedes Mal machst, dann ist schon wieder so... Dann kannst du wenigstens die, wo du es ernst meinst und wo du es nicht ernst meinst, so ein bisschen verschleiern, weißt du? Das stimmt. Mit einem langen Krass vorne dran. So, Bro, Krassität vorausgesetzt, ich werde es nicht klauen. Und dann ist der Typ, aber diesmal hat es mir zweimal beim gleichen Typ hat's geklappt. Ist überragend. Ich hoffe nur, dass ich diese Sachen nicht verlieren werde. Das wäre richtig bitter dann für ihn. Aber meinst du nicht, du hast es wieder zurückbekommen? Ach stimmt, das war das Überragende. Das wurde mir nicht erzählt, ne? Ey, wir waren solche Assis. In der letzten Folge wurde mir nämlich angeblich mein Laptop geklaut. Dabei war es nicht geklaut. Wir dachten, das wäre so ein vercrackter Typ. Dabei war das einfach nur ein netter Herr, der gemerkt hat, dass ich es liegen gelassen habe. Hat es sofort genommen, in der Fundgrube abgegeben. Und dann haben die mir sogar direkt eine Nachricht geschickt. Hey, bei Instagram hat er mir geschrieben. Der so, Bro, ich habe die Sachen abgegeben. Schick mal deine Handynummer. Und die haben mir auf Insta geschrieben? Ja, also der Typ, der hat ja auch... Aber auch mit Bro? Ja, mit Bro, mit allem. Der so, Bro, what's up, großer Lieber Fan. Lieber Herr Bro. Genau. Sehr geehrter Herr Bro, hiermit möchte ich Ihnen, nein, aber der hat mir direkt gesagt, dass er es abgegeben hat und dass ich ihm meine Handynummer geben soll, damit die mir eine SMS schreiben können. Habe ich ihm direkt gegeben, was jetzt rückblickend auch hart naiv eigentlich war. Aber dann... Ja, easy, gar kein Problem. Ich belästige dich auch nicht, so voll auffällig. Und dann haben die mir, die Bahn hat mir dann eine SMS geschrieben, ich kann es abholen. Krass. Aber richtig bitter. Krass. Ey, aber hast du schon mal was gefunden und es zurückgebracht? Ja, ich bin eine sehr, sehr nette Seele, wirklich. Ja, ich glaub dir das gerade nicht, aber... Ich habe jede Sache sofort. Was meinst du, wie dieses Outfit zustande kam? Ich habe. Das ist mein Shopping. Deswegen hat er auch einen Ash Ketchum mit, sag mal, die so aus der Kinderabteilung so rausgesneakt ist einfach. Das Ding ist, wenn du verschiedene Fundgruppen benutzt, dann fällt das nicht auf. Ja. Ihr merkt auch, diese drei Sachen gehören nicht miteinander zusammen. Guck mal, die Sachen sind wirklich geklaut. Guck mal, das ist von einem Fitnessstudio. Seht ihr das? Body. Ich will jetzt den Namen nicht sagen wegen Werbung oder ist das egal? Nee, Body steht drauf. Body, genau, irgendwas. Das ist halt so ein Fitnessstudio, so ein EMS-Studio, wo unten noch diese Noppen dran sind. Oh, ich hab die einfach angezogen beim Probetraining, da habe ich sie ja quasi gefunden und ich bringe sie irgendwann noch in die Fundgrube, irgendwann eines Tages. Dann habe ich sie quasi gefunden. Wer klaut Socken? Ja, es war nur für den Fall der Fälle. Ihr merkt doch, diese drei Sachen gehören nicht miteinander zusammen. Die stammen aus drei verschiedenen Welten. Das da ist von irgendeinem Fitnessstudio, das hier ist sogar von einem Ort, den ihr sogar kennt, falls euch das Logo bekannt vorkommt. Nehmen wir nicht. Nee. Was ist das? Achso. Ey, die Sachen sind ja wirklich geklaut. Die sind alle geklaut. Achso, ich dachte, er macht die. Ist komplett alles geklaut, Mann. Das ist komplett, das war für den Wellness, wenn du im Fitnessbereich deine Sachen vergisst, dann sagen die dir, kein Problem, here you have your new stuff. Ich so, alright, new stuff, let's get out of here. Und hier siehst du auch noch, not for sale. Das ist halt bei diesen Testern. Wirklich? Ja, das, wenn du die anhast, das sind so Probierding. Hab ich gesagt, ey, ich muss auf jeden Fall dieses Probieren ein bisschen strecken. Und jetzt habe ich die Sachen immer noch an. Und mit dieser Scheißmütze sehe ich aus. Aber er kriegt das auch so hin, so dass alle so darauf reinfallen. Ja, ich muss diese Testphase etwas strecken, weil mein Arm gewöhnt sich. Mein Arzt hat gesagt, wenn ich das nicht...
Oder kennt ihr, kennt ihr diese Biomärkte, wo so Sachen sind zum Probieren, die so Sachen ausstellen, so Getränke? Und dann isst du dich da so satt? Nein, das ist manchmal so 1-Liter-Packung und ich ex die komplett, die dann so, ey, was machst du da? Das ist nur eine kleine Portion. Ja, ich muss ja sicherstellen, dass der Geschmack auch über den ganzen Liter gleich bleibt. Über den ganzen Liter. Und dann am Ende bin ich so, hab ich so leck. Und wie ist der Geschmack? Der ist top. Und willst du es kaufen? Nee, jetzt habe ich keinen Durst mehr und renn raus. So, das war's. Das ist dann wie die Leute, die dann quasi was im Restaurant bestellen gehen und so in der Mitte oder fast am Ende sagen, schmeckt mir nicht. Und dann ein neues Essen. Und dann Haare rein, meinst du? Ja, yeah, oder da so. Da war ein Haar drin, da war ein Stück Glas drin. Genau. So. Genau. Gibt dann Haar, hat mir nicht geschmeckt oder ist kalt. Genau. Aber das machen die dann erst immer so zur Hälfte oder so gegen Ende. Dann bekommen die entweder, war das for free, oder die bekommen noch ein Essen so oben drauf. Hast du das in real life schon mal gesehen? Also ich habe paar Freundinnen oder Freunde, die in der Gastronomie lange arbeiten. Ja. Und die haben mir immer wieder davon erzählt. Hm. Als ich gekellnert habe, habe ich das jetzt Sprich, er benutzt diesen Trick selber die ganze Zeit. Du hast doch gehört, wie detailliert er das schon aufgeht. Es gibt drei verschiedene Modelle. Freunde, das. Die haben... Hast du nicht dieses wie bei viele Amps, der da hatte? Ja, ja, ja. Also ich habe einen Freund, der arbeitet jetzt in der Gastronomie. Aber ich muss mal beiseite, wie geht ihr mit Fundsachen um? Aber meine Laptop-Story gibt es auch noch. Oh! Die Kommentare, du wurdest zerfetzt in den Kommentaren von der letzten Folge. Die so, kann es sein, dass Jay nie eine Story zu Ende erzählt? Und dann hast du halt hart angetiert. Was war mit der Laptop-Story? Warum wurde er aber angemacht? Ich habe die Story angefangen. Genau, du so, ey, das musst du noch erzählen. Dann hat er nur so. Das ergibt nicht mal Sinn. Ja, so kann es gar nicht. Aber sollte ich auf jeden Fall erzählen. Ja. Aber wie machst du das? Ich gebe immer Sachen zurück. Wirklich, ich bin so dankbar dafür. Schau, der Zug ist abgefahren, ne? Der Zug ist abgefahren. Nein, wirklich. Ich gebe das immer zurück an die Fundstelle. Das nennt man doch so, oder? So voll auffällig gelogen. Nein, aber wirklich, ich nehme Sachen immer, wenn ich sie finde. Und das sind so wichtige Sachen, wo ich weiß, der Typ hängt da dran. Wenn das ein Laptop oder ein Ausweis oder so ist. Oder ein Handy, ich gebe es immer zurück. Weil es geht nicht mal um diesen Handywert, den du hast, sondern um die Sachen, die drauf sind. Halt unbezahlbar. Das sind ganz viele Fotos, die dir sehr viel bedeuten. Und dann gebe ich die Sachen immer zurück. Aber wenn es so sind, Socken und Hosen, denke ich mir so. Uhren. Ja, würdest du, wenn jemand deine Socken hat und die deine Socken zurückbringen? Oh. Wahrscheinlich nicht. Du wärst eher so, behalt sie, Bro. Genau, das denke ich mir halt auch. Kommt drauf an, wie lange die weg waren, glaube ich. So, wenn sie so 5 Minuten weg waren, ja, gib wieder. Aber wenn so ein paar Tage, dann... Ja, so 3 Monate nach einem Marathon. Also, DJ, übrigens seine Socken. Aber ich habe den ersten Platz. Dank deiner Socken. Ey, warte mal, bevor wir wieder abschweifen, Laptop-Story muss jetzt erzählt werden. Ich hab's doch vorhin mit Absicht dann wieder an dich weitergegeben, hast du nicht gemerkt? Das ist sein krass. Krass. Also ich kann mal die Story erzählen. Ach, du willst sie erzählen? Ja, ja, erzähl. Wenn du sie nicht möchtest. Krass, was passiert in dieser Story, Alter? Also, werden da Kätzchen getötet? Unter anderem, aber das wäre mir jetzt nicht so peinlich. Nee, die ist nicht peinlich, nein. Wenn du einfach... deine Zuschauer nicht magst, weißt du? Genau. Dann, und man denen einfach nicht erzählen will. Nee, ich kann es gerne erzählen. Also so, das Ding ist, die wurde jetzt so gehypt, ich weiß gar nicht. Also so krass ist sie jetzt auch nicht. Ja, doch, auf jeden Fall großer Druck auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja. Ari, willst du sie erzählen? Ist doch dein Laptop. Aus der Ich-Perspektive. Also, guck mal, im Endeffekt, wir haben einen Kurzfilm gedreht. Ah, Sacha Baron Cohen. Genau. Der Kurzfilm. Okay. Wo es damals darum ging. Wartet mal ganz kurz. Wir sind hart irritiert. Also Leute, Sacha Baron Cohen, welcher Folge war das? War das bei unserer oder war das bei der anderen? Boah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr habt mit Sacha Baron Cohen einen Kurzfilm gedreht. Genau. Falls die Leute nur die Videos angucken und dann auf einmal auf das nächste kommen, sind die so, hä, was habe ich verpasst? Gucken alle Folgen durch. Genau, so, also, kommt Sacha Baron Cohen? Wenn wir mit Salem hier was aufnehmen, dann müsst ihr auch den Podcast auf Rattenschaschlik angucken. Da habt ihr weil erzählt. Weil so geht das chronologisch, schließt sich der Kreis des Lebens, wisst ihr. Ich glaube, chronologisch ist da gar nichts mehr. Wir haben auch so bei der letzten Folge so... Du hast ganz komisch deine Folge hochgeladen. Du meintest, die kommt am Mittwoch raus, aber so, dann hast du, ja, Mittwoch, aber um 0 Uhr hochgeladen. Welcher Weirdo macht das? Ey, wenn du wüsstest, wie viele Leute um 0 Uhr ist die höchste Zahl. Das heißt, die Leute sitzen da kurz vorm Einschlafen und dann, so, das höre ich mir jetzt zum Einschlafen an. Echt? Ja, und ich habe richtig... übrigens, Gratulation. Es war die Folge von Rattenschaschlik und Kamikaze, wie auch immer die Vorgänger hießen, die am meisten abgefeiert wurde.
Ja? Wir haben wirklich gesagt, Pound for Pound, ihr zwei seid der Hammer, weil Jay sagt immer irgendwas, wovon wir zwei keine Ahnung hätten. Und dann sagst du immer irgendwas, wovon wir keine Ahnung hätten. Und die haben sehr viel gelernt über Stunts, über Schauspielerei, über Musik. Die waren sehr, sehr happy. Ach, crazy. Ja, das war richtig Rolls Royce. Unsere Zuschauer meinten ja auch die ganze Zeit, also die ganzen Kommentare waren voll mit, boah, voll das krasse Trio und ihr müsst das öfters machen. Nur eine Person hat dich gehasst. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Zu Recht. Aber der Rest... Ich hab sie motiviert, so, Bro, hate noch mehr. Der Rest meinte so, dass eins der witzigsten Folgen war. Aber habe ich auch so aufgefasst. Also mir hat es echt gefallen. Und ich fand's okay, ja. Ja. Wie schafft er es immer wieder, von dieser Laptop-Folge abzulenken? Wie hat er das jetzt wieder geschafft? Er wollte gerade die Laptop-Story. Okay, schau mal, Master of my craft. Bevor er das für immer und ewig weiter durchzieht. Sacha Baron Cohen, Kurzfilm gedreht. Borat, Kurzfilm gedreht. Wir haben ungelogen 30 Tage dann nicht geschlafen gehabt oder so. Nein. Okay, 3 Tage nicht geschlafen gehabt. 3 Minuten ungelogen. Nicht geschlafen. Im Edit von dem Film. Genau. Als wir den Film bearbeitet haben. Da haben wir also ich glaube, so mit nicht geschlafen meine ich so, wir haben jede Nacht 1 Stunde, glaube ich, oder sowas geschlafen. Vielleicht mal 2. Ja. Höchst so, wenn's. Weil wir hatten voll die tighte Deadline. Und wir mussten einfach. Also ich weiß noch, wie Aria wach geblieben ist und ich meinte, Aria, ich sterbe gleich. Kann ich ganz kurz schlafen gehen? Und dann war ich so, glaube ich, auch 1 oder 2 Stunden schlafen und dann bin ich wieder aufgewacht und er war immer noch dran, dann haben wir so zusammen wieder weitergearbeitet. Schau mal, wir waren so kaputt. Ich habe irgendwann beim Bearbeiten so Zuckungen bekommen und ich habe so, irgendwann waren wir auch richtig langsam, weißt du noch? Ja. Wir waren einfach voll langsam, wir haben einfach so pro Knopfdruck so 20 Sekunden gebraucht. So. Das war so richtig, wir waren todeslangsam. Ja, aber das ist das, was Leute draus vielleicht gar nicht wissen. Der niedrigste Part am Filme machen ist quasi das aktive Aufnehmen. Die Bearbeitung dauert ja mindestens 6-mal so lang wie das Aufnehmen selbst, oder nicht? Kommt auf an, oftmals. Ja, kommt auf an, was ein Projekt, aber oft ja. Oft, boah, sehr oft, ja, also die Vorbereitung und Nachbereitung ist sehr viel. Ja. Also ich sag mal so, es ist im Generellen sehr unterschätzt, was Dreharbeiten oder Produktion generell bedeuten. Also ich habe schon des Öfteren gehört, dass Leute denken, für eine Produktion, für die man 3 Tage braucht, denken sie, ja, das habt ihr doch bestimmt in 2 Stunden fertig gemacht. Oder halt Kurzfilme, die wir 2 Monate insgesamt zum Beispiel dran sitzen, denken Leute so, ja, vielleicht in 2, 3 Tagen oder eine Woche oder sowas. Können die auch vielleicht einfach nicht besser wissen, ist halt aber schade, wenn du so viel Arbeit reinsteckst und irgendwer denkt so, ja, das hast du mal. Ja, man sieht das ja an den Credits am Ende vom Film. Da sind ja über 7 Gazillion von diesen Namen. Dann weißt du ja, Bro, ich habe im Film vielleicht 9 Charakter gesehen. Wo war der ganze Rest? Der Kameratyp, End Cut, 10. Das sieht ja keiner. Unfassbar. Stuntman auch, ganz viele. End Cut, so heißt der. End Cut Johnson. Jedenfalls waren wir richtig kaputt und langsam. Und ich glaube, es war dann der Tag, achso, und Jay hatte, glaube ich, so 2 Wochen ist er zu mir gezogen oder so. Ja. Und wir haben da die ganze Zeit durchgemacht und durchgepowert. Und dann war der Tag, wo er so endlich wieder in die Freiheit konnte. Und er war halt auch dann so kaputt. Und er hat, also er ist irgendwie zur Bushaltestelle gegangen. Genau. Mit seinem Laptop. Und bist du dann eingeschlafen oder warst du einfach, hast du es einfach verpeilt? Genau, also ich bin zur Bushaltestelle gegangen, aber wurde abgeholt mit dem Auto. Aber habe halt an der Bushaltestelle gewartet. Um so nahbar zu wirken, oder was? ganz genau. Ja, ich habe von oben ein paar Stories gemacht und die dann im Internet verbreitet. So. Nur falls ein paar Follower mich angucken, Leute. Ich fahre auch immer noch mit dem Bus. Gucken die noch? Kein Rennen. Richtig weird, ey. Den Lambo breit. Er steht so vor McDonald's, um sich dann Kaviar zu bestellen. So. Genau, war an der Bushaltestelle und hab da nur gewartet, aber hab eigentlich auf ein Auto gewartet, was mich abholt. Und ich hatte halt meinen Laptop dabei und hab mich dann halt an diese Bushaltestelle gesetzt und bin halt da eingepennt. Und an der Bushaltestelle? An der Bushaltestelle, weil ich so todesmüde war, weil wir so krass... Warum lachst du so? So, oh, guck, die das dachten ist sexy. Alle so, er wäre so ein Homeless-Typ. Die so, sie können hier nicht schlafen, Sir. So, hat auf einmal so eine Fahne, so Alkohol auf seinem Shirt. Ich bin auch so benommen, dass ich hier betrunken wirke. So. Ich habe gerade mit Sacha Baron Cohen gedreht. Ja, wir alle haben schon mal mit Sacha Baron Cohen gedreht, Sir. Nehmen Sie jetzt bitte Ihre Windel und gehen Sie. Und dann bist du eingepennt an deiner Bushaltestelle. Genau, genau. Und dann wurde ich halt... Ich war noch nie so müde in meinem Leben. Und dann wurde ich halt geweckt. Die Person, die mich abgeholt hat, hat mich dann geweckt. Ich bin auf, also ich hab's nicht mal richtig mitbekommen, aber so
die meinte dann einfach so, ja, komm, steig ein. Und ich hab's halt das noch mitbekommen. Ich so, ja, kann ich machen. Dann bin ich einfach eingestiegen und dann habe ich im Auto weitergepennt. Sind nach Hause gefahren und dann bin ich halt irgendwann aufgewacht und dann habe ich erst gemerkt, dass ich meinen Laptop nicht mehr hatte. Und so, die Person wusste nicht, dass ich einen Laptop hatte. Zwischendurch ein interessanter Faktor. Ich habe zu diesem Zeitpunkt Jay um die 3 Monate lang fast jeden Tag gefragt, so, yo, Digga, hast du eigentlich schon ein Passwort in deinen Laptop reingemacht? Er so, nee, mach ich noch. Ich so, Digga, das ist voll wichtig, wenn du deinen Laptop verlierst, so, da sind so private Sachen und so. Er so, ja, hast schon recht, mach ich noch. Und dann, als er es verloren hat, ich so, hast du aber wenigstens geändert? Er so, nein. War der so gut versichert, oder was? Nee, der war nicht versichert. Boah, das ist richtig, ey, Digga, das ist richtig russisch Roulette, was er da spielt, Alter, ja. Krass. Und ich habe dann halt meinen Laptop, entweder habe ich den da liegen lassen, weil mir wurde gesagt, dass da kein Laptop mehr lag. Aber das hätte ich auch gesagt, wenn ich den geklaut hätte. Wo ist mein Laptop? Welcher Laptop, Sir? Und das hören wir von einem Profi. eBay Kleinanzeigen sagt. Aber, boah, wie bitte sagt, dass es ein Happy End gibt. Ja, es gibt ein Happy End, aber mit ein paar Twists. Da war halt so, ich bin halt zur Bushaltestelle dann am nächsten Tag zurückgegangen. Natürlich war dieser Laptop nicht mehr da. So, und ich so, ja, okay, fuck, was mache ich jetzt? Dann habe ich. Digga, ich hätte viel mehr Angst gehabt, wenn der Laptop noch da gewesen wäre. Das wäre so richtig scary gewesen. Der geht so hin ohne Laptop, macht so auf. Aha, wir haben ihn, FBI, umzingelt dich. So deine Story. Stimmt. Aber dann gehst du hin, der war nicht mehr da. Genau, war nicht mehr da und da haben wir dann. Da habe ich dann so einen Aushang gemacht, so, wo man mich anrufen kann. Laptop verloren, hab glaube ich auch Finderlohn gehabt von. Stimmt, 200 gemacht, glaube ich. Der ist so jeden Tag hingegangen, hat durchgestrichen, 100, der erhöht immer so. Okay, 500 Leute. Nee, es waren nicht 50, es waren 200, aber ich war, oder sogar noch mehr. Ich war halt so, ich weiß noch genau, wie ich gesagt habe, ja, es ist mir wert, weil ich brauche die Daten zurück. Das heißt, es kann nicht so wenig gewesen sein. Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall, das da hingehangen und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen. Du hast es hingehängt an der Bushaltestelle? An der Bushaltestelle, okay. Weil ich es da verloren habe. Okay. Habe halt gesagt, so, ja, ich bin eingepennt. Nee, das habe ich nicht geschrieben. Ich erkläre ihn so, ich habe übrigens eine Tasche bei einem Kong gedreht. Okay, und dann hast du es hingeschrieben und was dann passiert? Genau, dann habe ich irgendwann, war ich im Bus, weiß ich noch, da habe ich, also es war ein Tag später oder so. Nee, da habe ich unterdrückt einen Anruf bekommen. Und bin ich reingegangen und dann meinte die Person so, ja, hallo, ich habe den Ausgang gesehen, ich habe den Laptop gefunden. Nee, genau, das war's nämlich. Er hat nicht gesagt, er hat den gefunden, er hat gesagt, sein Kollege hat den gefunden. Der lag da einfach und den hat er dann zu ihm nach Hause vorbeigebracht. Meinte, yo, ich habe einen Laptop gefunden, du brauchst doch einen. Ich verkaufe dir den für so 300 Euro, wenn du möchtest. Ah, okay, kaufe ich dir. Also er hat mir erzählt, dann habe ich ihm den abgekauft. So. Und jetzt war so voll die krasse Situation. Genau, weil er meinte also so, Straftaten-Counter 1, Hehlerei, weiter? Er meinte dann so, hat er meinen Laptop aufgemacht und hat dann gesehen, auch wie ich aussehe und so, weil ich Videos hatte und sowas. Aber meinte so, ja, du bist doch der Lockenkopf. Ich meinte, ja, genau. Und er so, ja, ich würde ihn dir voll gern zurückgeben. Die einzige Kacke ist nur, ich habe ja jetzt voll viel Geld für diesen Laptop ausgegeben. Richtiger Rattenschaschlik. Digga, das ist richtig Rattenschaschlik, ja, abonnentisch. Er meinte, jetzt habe ich ja schon 300 Euro dafür ausgegeben. Kannst du mir diese Puyol-Autogrammkarte unterschreiben, damit ich wenigstens sagen kann, ich habe dich getroffen? Genau. Alter, wie bitter. Das heißt, er wollte diesen Hehlerei-Modus. Das heißt, er wusste ja schon, dass der Laptop gefunden war. Ja. Allein schon, dass er das gekauft hat, war ja schon eine Straftat. Aber er hat dich unterdrückt angerufen. Ja. Das heißt, er wollte von dir die 300 Euro zurückhaben? Genau, er meinte, er hat nämlich behauptet, dass er mehr ausgegeben hat für den Laptop, als der Finderlohn war. Und er meinte so, ich habe ja jetzt 300, oder keine Ahnung, wie viel es war, sagen wir jetzt einfach 300 Euro schon ausgegeben, ich würde die gern wenigstens zurückbekommen. Und das war halt der krasseste Move, weil er war am Telefon auf unterdrückt, ich könnte sagen, nein, dann sagt er, okay, legt auf und ich sehe meinen Laptop nie wieder, weißt du, was ich meine? Das heißt, ich war so, okay, ja, können wir machen. Aber war richtig sauer. Ja, ich war so, ja, können wir machen. Dann treffen wir uns an derselben Bushaltestelle, haben dann eine Uhrzeit ausgemacht. Und dann habe ich mich mit Aria getroffen, habe ihm das erzählt. Und Aria und sein Bruder, weißt du es noch? Dicker, wir haben dann richtige Razzia gemacht. Aber so nicht Polizeirazzia, sondern so Kanaken-Razzia. Wir waren so, weil das Ding ist, wir hatten keine Ahnung, wer das am Telefon ist. Ja. Und ich glaube, der hat sich auch so ein bisschen... Konntest du denn einen Akzent feststellen? Oder hat er perfektes Hochdeutsch gesprochen? Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. War so Shisha-Bar-Geblubber im Hintergrund?
Nee, aber so. Ich habe nur im Hintergrund gehört, so ein Ei ran bitte. Da wusste ich genau. Euer Brot kommt gleich. Nein, nein. Genau. Ja, weil wir halt nicht wussten, so. Wir wussten ja nicht. Wir wussten halt gar nicht, was da passieren wird. So kommt der jetzt und versucht so. Vielleicht versucht er so die 300 von ihm abzuziehen und das Laptop zu behalten. Und geht so, wieder. Und dann haben wir so Aufstellungen gemacht. So, Jay ist zum Treffpunkt gegangen. Ich war irgendwie unten irgendwo versteckt. Mit so Knopf im Ohr so. Ja, ja. Wirklich, mit Kopfhörer. Und mein Bruder... Wir haben telefoniert währenddessen, stimmt. Ja, ja, wir haben telefoniert wirklich? Währenddessen. Ja, ohne Scheiß. Ich hatte Kopfhörer im Ohr drin, ja. Boah, das ist legendär. Und mein Bruder... war dann so vom Zimmer aus, hat er so zugeguckt. Mit so Fernglas. Mit Fernglas. So. War nicht Simon auch unten? Oder, also auf jeden Fall waren wir alle drei irgendwie verteilt. Genau. Jeder hat von irgendwo geguckt. So, jeder hat jede Ecke, glaube ich, gedingst. Wie heißt das? So gesichert. Genau. Aber weil wir waren so, wir können nicht alle zu dritt da stehen. Dann, ist dann auch kommt, weil dann macht er sieht Rückzieher. Er, wir wissen nicht, wie er aussieht. Er sieht uns aus der Ferne, haut direkt wieder ab. Aber andererseits, wenn wir da nicht stehen und er ist so alleine, so keine Ahnung, was der macht. Ja. Also haben wir so, und wir waren die ganze Zeit so, gehen wir jetzt rüber, gehen wir nicht? Und dann haben wir so immer die ganze Zeit geguckt so. Und so lief alles, sag ich mal, friedlich ab. Jay hat dann mit ihm alles, so wie er es mit ihm besprochen hat, abgewickelt. Beziehungsweise ihr seid irgendwie... random noch zur Tankstelle gegangen oder so, ne? Und hab dann, die sind beide zur Tankstelle gegangen und haben dem Tankstellenmitarbeiter ihre Ausweise gezeigt oder so. Das war voll der Film, weil dann war's. Warte mal, Point of View Wechsel. Du sitzt einfach nur da, willst ihn sichern und auf einmal siehst du, wie die zwei Turteltauben zur Tankstelle gehen und ab da warst du blank. Nee, du bist doch dann mitgekommen noch. Ah ja, ich bin irgendwann rübergelaufen, als er schon gekommen ist, weil dann kann er ja nicht mehr wegrennen. Ja. Er kann, weil jetzt wissen wir ja, wie er aussieht. Dann bin ich rübergekommen, glaube ich. Aber Saman, also mein Bruder war noch im... Genau, so, er war bei Versteck. War so Verstärkung potenziell. Genau, also Verstärkung war da. Und ich bin dann rübergelaufen und dann wollte ich das halt so zusammen mitklären, so was jetzt ist und bla bla bla. Und ich weiß noch, achso, wir wollten seine Identität feststellen, glaube ich, weil nicht, dass er so irgendwas mit seinem Laptop noch angestellt hat. Wir haben keine Ahnung, wer das ist. Der kriegt auch noch 300 Euro von Jay und dann haut der ab und Jay ist so mit der Scheiße zurückgeblieben, so weißt du? Und warum seid ihr dann zur Tankstelle gegangen? Genau, es war dann so, dass wir gesprochen haben und ich meinte so, hey, bevor du gehst, möchte ich einfach nur, dass du mir noch deinen Ausweis zeigst. Damit ich einfach weiß, wer du bist. Falls irgendwas passiert, dass ich wenigstens einen Ansprechpartner habe. Weil ich weiß nicht, wer du bist so. Und er wollte dann irgendwie in die Tankstelle oder so, ne? Er fragt ihn so, als wäre das so Customer Service. Und der so, ey, Entschuldigung, ich habe jetzt dieses Produkt erworben, was ja eigentlich meins war. Und du hast es illegal. Dieser Freund war alles fake. Das ist richtig Betrüger einmal eins. Ja. Ey, ich habe einen Kollegen, der hat mir das gefunden und verkauft. Und dann auf jeden Fall, ich habe sehr viel investiert in den Laptop. Und so kannst du mir das einfach nur diese dreckigen Tricks, Alter, so richtig einmal eins. Weil spätestens da hättest du ihn ja schon mit den Cops im Hinterhalt locken können. Ja. Boah, und warum jetzt nochmal die Tankstelle? Weil das ist so eine Verifikationszentrale, oder er was? Er war denn so die... genau. Ja, wirklich. Das war das Beste. Er meinte dann halt so... Er wollte dir seinen Ausweis nicht einfach so zeigen. Ja. Das war so weird. Er wollte ihm seinen Ausweis nicht zeigen. Und dann meinte er so, ich glaube, weil lass zur Tankstelle gehen. Ich glaube, bei ihm bewusst war, dass er was Illegales gemacht hat. Und ich hatte halt den Laptop, glaube ich, schon in der Hand oder so. Ich glaube, er dachte, vielleicht nehmen wir seinen Ausweis, rennen weg und gehen damit zur Polizei oder so. Irgendwie sowas. Und ich weiß nur noch, dass wir dann, ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Wir sind dann zur Tankstelle gegangen, damit der Tankstellentyp unsere beiden Ausweise sehen kann oder sowas. Damit, das war so weird, Mann. Damit, falls irgendwas mal ist, dass es noch einen Außenstehenden gibt oder so. Er war der Zeuge, der super kompetente Tankstellenmitarbeiter. Genau. War das tags oder nachts? Einfach tags. Boah, da sind noch die halbwegs guten Tankstellenmitarbeiter. Wart ihr mal nachts in der Tankstelle? Aber selbstverständlich. Digga, was sind das für vercrackte Ratten-Schaschlik-Abonnenten? Weil dann kannst du ja nicht Abonnenten mehr... Abonnenten jetzt? Ja, weil dann kannst du ja nicht mehr reingehen dann. Sondern dann beginnt ja dieser Alcatraz, ich besuche jemanden im Knast-Simulator. Kennt ihr das? Natürlich. Geht so hin, wo da du kommt was durchschiebst. Ja, wo du denen was durchschiebst. Plus, du musst den Typ ja dahin führen, was du haben willst. Ja. Aber das ist wie diese Maschine, die wo du so Puppen eins gewinnen musst. Wie am Rummelplatz, wo du so genau. Ein Hello Kitty mit so einer Gabel so fangen musst. Das ist einfacher, als diesem Typ zu sagen, ey, bring mir das Powerade. Weil der Typ weiß nicht, was Powerade ist. Er kann nur bis 2 zählen. Er kann dieses ABC nur bis ABC. Und geht dann da so hin. Der so, was kann ich für Sie tun? Ich so, Bro, das Blaue da drüben. Powerade. Der so, wir haben hier nicht. Ich so, Bro, ich sehe das doch.
Ach, das blaue Gesäft da, sowas trinkst du. Ich so, Bro, ich will jetzt keine Nahrungsmitteldiskussion mit dir führen. Gimme my shit. Und dann geht er dahinter. Nein, das sind die Erdnüsse. Nein, das ist das Wasser. Das ist, Alter, wieder die Erdnüsse. Das ist Motoröl, Bro. Scheiß drauf, ich geh einfach nach Hause, Alter. Das sind die schlimmsten Typen. Das heißt, dieser Typ hat dann nur diese zwei Ausweise bekommen und das verifiziert, Ende. Ja. Bro, die Story wolltest du nicht erzählen, diese Legende, die Story. Digga, das ist ein ganzer Film, das ist ein Kurzfilm. So aus jedem Blickwinkel. Ihr braucht diesen Film, 8 Blickwinkel. Kennt ihr diesen Film, wo ihr jedes Mal das Point of View ändert? So der Arya, so der Superheld, der so, du bist so ein armes, geschädigtes Geschöpf, der seinen Laptop wieder haben will, du erzählst ihm das so. Und dann Arya so, Moment mal, das ist doch Kenneck-Move 47. Wir schützen dich, Arya. Dann ist er wie so Secret Service in seinem Footlocker-Kostüm. Steht er da so... beschützt er dich mit seinem Bruder und deine Sicht ist so, ich will nur meinen Laptop zurück, weil da waren ja die 30 Stunden Arbeit drauf, die ihr hattet wegen Sacha Baron Cohen, ne? Die waren da drauf. Nee, zum Glück nicht, Alter, sonst hätten wir ihn auseinandergenommen. Das Ding ist, Jay war auch richtig, also, ne, ich war schon richtig sauer, Jay war auch richtig sauer, weil wir waren so, der hat jetzt einfach so einen richtigen Rattenschaschlik-Abonnenten, hat er einfach 300 Euro einfach so dafür gegeben, dass er kurz seinen Laptop geklaut und wieder zurückgebracht hat. Und wir waren auch so eigentlich am Überlegen, ob wir das nicht tun und so wie es abhanden gekommen ist, auch wieder zurücknehmen. Aber wie sah er denn aus? War er groß gebaut, war er so vercrackt, hatte der so Kakerlaken auf der Schulter? Nee, das sah recht normal aus. Recht normal sah er aus. Erst wenn er geredet hat, hast du gemerkt, was sein Game ist. Ah, hohe Muruk-Dichte. Hohe Muruk-Dichte in der Stimme. Was bedeutet das? Aber ich glaube, er war sogar German, also er war sogar Deutscher, aber trotzdem die hohe Muruk-Dichte in der Stimme, so weißt du? Ah, so New Kids, so New Kids Deutscher. Nein. Der so kommt, verdammte Scheißmuschi, wo ist mein 300 Euro, Junge? Ganz normaler Dude, was hat das denn? Muruk-Dichte, was ist das? Oh Mann, ey, ich bin umgeben von ein paar. Kannst du gar nichts damit anfangen? Hohe Muruk-Dichte, du hast so den Shisha-Qualm in seiner Stimme gemerkt, hast so eine bassige Stimme bekommen. Oh Mann. Ey, Digga, die Story ist krank, Mann. Aber hast du jemals was gefunden und dann wieder zurückgegeben? Ja, tatsächlich einmal habe ich, die anderen Male habe ich das selber gemacht wie du. Aber einmal habe ich ein... Was eingesteckt? Nein, Quatsch. Also, er würde so etwas niemals tun, ich auch nicht, das ist nur Satire. Ich habe schon bewiesen, das ist sehr ungünstig. Nee, ich hab einmal einen Geldbeutel gefunden. Ja. Und, da war dann halt so ein bisschen Geld drin. Okay. Und da waren so ein paar Karten, ein paar Zeugs drin und da war halt auch, glaube ich, ein Ausweis oder Schülerausweis. Irgendwas war da drin, wo die Adresse drauf stand. Mhm. Und dann, da war ich noch ein bisschen jünger, da habe ich meinen Dad gefragt, ob er mich so kurz dahin fährt. Und dann habe ich das halt abgegeben und die haben sich voll gefreut. Aber so, ich bin auch bei sowas bin ich immer so, yo, du willst doch, wenn du was verlierst, ja, genauso. Ja. Schreist du doch ins Universum, bitte. Wenn du nicht gläubig wirst, wirst du gläubig. Ja, das stimmt. Und so, bitte, wenn es einen Gott gibt, dann, ich werde auch nie wieder stehlen und nie wieder... Weil du schon so oft gestohlen hast? Genau. Ah, okay. Ich werde alle Sachen zurückbringen, alles. Ich werde ein ganz guter Mensch. Hier ist ihr Portemonnaie zurück. Ah. Schauen Sie mal, wo ihre Armbanduhr ist. Zu spät, weg ist er. Sofort. Ja. Boah. Ja, aber der hat sich auch echt voll gefreut. Ich weiß nicht mehr... Ich glaube, so der Dad hat dann aufgemacht und so, also er hat so seinen Sohn gerufen und meinte so, yo, du hast kurz Besuch. Dann ist so sein Sohn nach vorne gekommen und dann habe ich das ihm gegeben. Ich glaube, die haben mir damals auch so ein bisschen so Trinkgeld oder Finderlohn so gegeben, so 10, 20 Euro oder so. Das war für mich damals, wuh! Ja. Boah, direkt das war der Döner Shit, auf seinen Mann. Und da war ich so, du hast alles richtig gemacht. So A-Team, so Hannibal-Zigarre in der Hand. Genau. Boah, jetzt habe ich voll das schlechte Gewissen. Ey, Typ, falls der Besitzer von dieser Ash Ketchum-Mütze das sehen sollte... Die ist auch geklaut? Nein, nicht geklaut im klassischen Sinne. Also, wie es immer noch versucht mit nicht im klassischen Sinne. Definiere Clown. Mm. To clown or not to clown. Kennt ihr noch? How do you define drugs? Weil es war jetzt ja überall Karneval und dann gibt es irgendwelche versteckten Kostüme, das ist überall, das sieht aus wie so ein Resident Evil von Kostüm. Überall sind so Leute, die so hart besoffen sind, verlieren alle ihre Sachen und die liegen dann ja überall darum. Echt? Ja. Auf der Straße oder was? Karneval, ja, Karneval in, ich komme ja. Und da gehst du dann shoppen? Ich quasi, das ist schon im klassischen Sinne. Also läufst du da rum, das sieht ja aus wie so ein Massaker von so toten Plüschtieren. Du siehst so Bärenkostüme. Und dann lag da in diesem ganzen Kostüm, lag da diese Pokémon-Mütze. Yeah. Einfach so nichts. Ich bin natürlich hingestanden, hab dreimal gerufen. Hallo, gehört das jemandem? Hast du nicht. Doch, wirklich sonntags wirklich? Um 3 Uhr nachts. Wirklich hab ich das gemacht. Wo ich sicher geht. Er flüstert so. Ja, genau. Es war doch, genau, ich wollte halt Ruhestörung auch nicht machen. Deswegen hab ich so, gehört
das jemandem? Wer sich bis 10 nicht meldet, gehört's mir. Und jetzt, als ich das gesehen habe, dann in dieser Reflexion, es war für mich wie so ein König der Löwen-Moment. Ich habe so gesehen, ich sah aus wie so. Wie hast du mich vorhin getauft? Ash. Achso, Ash Kunjabi. Genau. Ich sehe so aus wie Ashit Kanjabi. Und ich dachte so, safe, ich bin jetzt so ein indischer Pokémon-Trainer, der nur so Pokémon benutzt, die nicht lizenziert sind. Weißt du, was ich meine? Nur so Rattenschaschlik-Pokémon. So Kafandu, Kantandu. Und jetzt, Leute, falls dieser Besitzer das sehen sollte. Ich begib's jetzt. Kennst du das, diese verkrackten? Kennt ihr das nicht, wenn ihr so gefälschte Pokémon-Versionen spielt? Die dürfen hier nie die richtigen Namen benutzen. Meinst du so auf Handy, oder was? Genau, auf Handy. Ah. Dann sind das nicht so richtige Pokémon, sondern so gefakte. Ja, jetzt habe ich voll schlechtes Gewissen wegen euch. Ey, Leute, falls du deine Ash Ketchum-Mütze vermisst. Ja, jetzt kriegst du 80 Nachrichten. Das ist meine. Er muss mir ein Beweisfoto schicken, wo er da drauf ist. Nicht mit Finderlohn und so ein Kack. Dann hol dir das einfach ab. Und sonst sind wir, ja, ich habe richtig jetzt Angst bekommen. Aber du hast nie alles, was du gefunden hast, hast du immer zurückgegeben? Ja, tatsächlich schon. Wirklich? Ja, ja. Ich habe einmal ein Handy auch draußen gefunden, im Schnee. Weiß nicht, warum ich das dazu erwähnt habe, aber im Schnee, Leute. Genau, deswegen war es besonders cool. Sorry, wie gesagt. Du bist ein Comedian, nicht wir. Achso, das war ein cool. Alley-Oop, den ich nehmen sollte. Nee, alles gut. Auf jeden Fall, genau, und ich hab dann das Handy gefunden und dann wurde das Handy angerufen. Dann bin ich reingegangen und dann, kannst du das Handy zurückgeben? Das war so mitten in der Nacht, so um 3 Uhr und ich war schon zu Hause und da meinten die so, ja, wir sind hier im Dönerladen und da war ich so, oh, soll ich jetzt um 3 Uhr nachts rausgehen und irgendeinem Fremden im Dönerladen ihr Handy geben? Dann war ich so, ja, okay, mach ich. Bin ich rausgegangen. Wieder Aria angerufen, Saman da oben hin, Aria, du da drüben. Nee, also diesen Dönerladen im Blick. Diesmal war ich alleine. Krass. Und so hab's ihn zurückgegeben und so, das war halt so, die Übergabe war voll so, ja, hier ist ihr Handy. Ich hab's einfach genommen und nichts gesagt. Als ob er es dir ausgeliehen hätte. Ja, so. Er hat nichts gesagt. Und ich war dann so, hä? Nicht mal danke, nicht mal irgendwas? Und dann war ich so, es ist 3 Uhr Nacht. Ja, Ari ist richtig empört. Nee, jetzt ergibt das alles Sinn. Kennt ich ihr diese, das wieder zurücknehmen. Nein. Kennt ihr das? Jetzt macht das auch Sinn mit dem Schnee und so. Kennt ihr diese, ihr kennt doch immer diese Filme, wo diese Auftragsmörder so nur ein Handy haben, nur wo die sagen, Mord bestätigt. Und dann werfen die das Handy einfach weg. Ich hab's dir zurückgebracht. Und wer bringt das da zurück? Die Beweismaterialien. So, hier. Das war's mit der Bewährung. Das erklärt alles. Digga, das ist lecker. Jetzt macht das alles Sinn. Was war das? War das so ein vercracktes Handy? Ja. Ja. Es war ein Wegwerf-Handy. Der war nur so, Mord ausgeführt. So, auf nie mehr Wiedersehen, Handy. Auf einmal kommt er da angestapft. Hallo. Hier ist ihr Beweismaterial. Sie haben ihr Handy verloren. Sie haben nur keine Sorge, ich habe alle Daten gesichert. Und der Polizei weitergeleitet. Und ich war bei der Tankstelle bei dem Typ, der hat ein Foto davon gemacht. Also wirklich, sie sind sicher. Ja, okay, cool, dann würde ich sagen, geht's doch direkt gleich auf dem Rattenschaschlik weiter. Jawohl. Dafür müsst ihr auch Rattenschaschlik-Abonnenten sein. Jawohl, Rattenschaschlik oder Vitamin X, je nachdem, wann ihr das hört. Ich habe jetzt von Blizzard eine Ablauffrist bekommen, bis zu diesem Monat, ab März muss ich es umändern. Okay, das heißt Rattenschaschlik oder Vitamin X. Ganz genau. Was gibt es für Soße oder andere Supplements dazu, je nachdem? Ganz genau, je nachdem, was für Supplements, ein paar Kakerlakenfühler, je nachdem, was ihr braucht, Madensniffer. Und deswegen, Leute, ich hoffe, ihr habt viel aus dieser Sendung gelernt. Der hat gesagt. Ich war voll überfordert. Ich wusste nicht, was mit diesen Supplements auf sich hat. Entweder sagt er krass oder so. Ja, ganz genau, okay, ja, ich wiederhole einfach irgendwelche Fachbegriffe. Ich gebe noch ein bisschen irgendwas dazu. Ich bin voll entwaffnet. Ich habe am Anfang dieses ganze Geständnis gemacht. Ich habe meine ganzen Tricks verraten. Jetzt kann ich die ja nicht wieder benutzen. Ja, mit dem Gras. Jetzt sitze ich einfach hier wie der letzte Rattenfresser mit diesem Pokémon-Cap und muss so selber freestylen, was ich machen soll. Aber das stimmt, Leute. Gleich geht's weiter bei Rattenschaschlik-Vitamin X. Spotify und jetzt auch auf YouTube. Hundertprozentig bei dem Rebell-Comedy-Channel dann. Hundertprozentig. Krass. Das nennen wir dann einfach der eigentlich ganz gute Podcast. Teil 2 oder so. Irgendwas machen wir daraus. Weil das letzte Mal, ich habe so geheult. Ja, dann könnt ihr es sogar auf YouTube und Spotify. Oder sonstigen Streaming-Plattformen. Ja, ganz genau. Also, das habe ich neulich von Salim erfahren. Anscheinend meinst du nicht, jeder iPhone-User hat automatisch Apple Podcast? Ganz genau, das kannst du nicht löschen, die App. Das heißt, falls ihr ein iPhone haben solltet, habt ihr automatisch eine App, wo ihr auch unterwegs alle Podcasts hören könnt. Unsere, seine. Das sind auch die einzigen wichtigen gerade. Solange könnt ihr uns gerne auch noch auf Instagram verfolgen, @ariaLee, @jSamuels oder @SalimSamaru.
jeder betont den anders, Alter, dieser Name ist wirklich katastrophal. Amerikaner sagen immer Salim und dieser Nachname Samatu, wie du das gerade betont hast, war Debüt. Samatu, so habe ich das noch nie gehört. Samatu. Was sagen die? Weil die Amerikaner sagen immer, it's like summer too. Oh. Ja, die sagen immer, Samatu, I call you summer too. So, das ist jedes Mal, what up, summer two, summer three. Das, die sagen halt jedes Mal, es ist wie Sommer und two, aber zusammen. Ich schwöre, Amerikaner sind immer die Besten, wenn es darum geht, einfach so, mir scheißegal, wie es bei dir ausgesprochen wird. Ich sag's ganz genau, wie ich will. Wie? Immer. Das kannst du in deinem Podcast erzählen. Ach so, stimmt. Schon Tschüss gesagt. Ja, du hast recht, sorry. Wir legen danach gesagt. Immer nochmal so ein... Es geht direkt weiter so mit Amerikanern. Stunde so. Ja, ja, es geht sofort weiter mit Amerikanern. Jetzt bei Rattenschaschlik. Genau. Und rüber. Das heißt, how to reason, peace, good night, San Francisco. Wow, diesmal hat er es hingekriegt. Ich bin stolz.